Wenn ich euch frage, möchtet ihr dieses und jenes haben, besitzen in dieser Welt? Du wirst mir sagen, ja. Ich sage euch, möchtet ihr eine teure Immobilie? Ihr seid alle dabei. Ich sage euch, möchtet ihr ein teures Auto? Ihr seid alle dabei. Und wenn ihr diese Dinge nicht besitzt, dann seid ihr traurig. Weswegen seid ihr traurig? Weil ihr diese Dinge nicht besitzt. Aber ihr merkt selber nicht, dass ihr etwas besitzt, was viel wertvoller ist als die genannten Dinge. Wertvoller als eine Immobilie, wertvoller als ein Auto, wertvoller als eine Frau, als eine jede Sache, und zwar der Islam. Wonach wurde dieser Mann gefragt? Du wurdest nach viel weniger gefragt, dass du einfach nur La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sagst. Das heißt, dass du ein Muslim bist und nach dem Islam lebst. Mehr wollte Allah Azza wa Jalla nicht für dich.